Hallo, hier ist Evelyn aus dem Jugendzentrum Fischeln. Ich habe heute wieder eine Bastelidee für euch. Und zwar habe ich mir gedacht, wir können ein Vogelhäuschen basteln. Es ist ja noch Winter, das heißt, die Vögel finden ja noch nicht ganz so viel zu fressen. Dann können wir für die ein tolles Häuschen basteln. Dafür braucht ihr einen leeren Milch- oder Saftkarton, ein Stückchen Schnur, Farbe, um das anzumalen. Man kann zum Beispiel solche Abtönfarben nehmen. Oder wer von euch schon mal malt, der hat vielleicht sowas zu Hause. Das sind so Farben, mit denen man auf Leinwand malt. Die gibt es auch in klein. Das sind dann solche Tübchen. Die eignen sich hervorragend, um den Karton anzumalen. Ihr braucht eine Schere. So ein Cuttermesser wäre toll. Einen alten Bleistift oder ein Rundholz. Ein kleines bisschen Pappe, wo man dann einen Schnabel oder die Augen draus ausschneiden kann. Ein bisschen Kleber und natürlich Vogelfutter. Als erstes malt ihr den Karton an. Das habe ich hier schon mal gemacht. Unserer ist ganz gelb. Und dann machen wir ein Loch hinein, damit die Vögel auch ans Futter kommen. Das können wir mit der Schere machen. Dafür bohre ich einfach hier ein Loch mitten in den Karton. Und dann kann ich vorsichtig da ein Tor ausschneiden, was groß genug ist, dass so ein kleiner Vogel da gemütlich seinen Kopf reinstecken kann und auch an das Futter kommt. So, diese Größe ungefähr, die sollte es ganz gut tun. Da kommt der Vogel fein ran. Damit der Vogel da gleich auch drauf sitzen kann, nehmen wir uns die Spitze von der Schere und bohren unterhalb von unserem Einflugloch hier einfach ein Loch in den Karton. So. Und auf der Rückseite, ziemlich genau gegenüber, machen wir das Gleiche. So. Und dann können wir nämlich die Sitzstange für den Vogel einbauen. Ich nehme dafür jetzt einfach einen alten Buntstift. Man kann natürlich auch irgendein Rundholz oder vielleicht habt ihr noch einen alten Eisstiel zu Hause. Irgendwie sowas. Gut ist nur, wenn der wirklich vorne und hinten durchgeht, dann ist das nämlich stabiler. Dann rutscht der Vogel euch auch nicht mit samt der Stange dann davon runter. Jetzt haben wir das Wichtigste schon zusammen. Also eigentlich ist das schon mal ein prima Vogelhaus. Aber unser Vogelhaus soll noch mal schöner werden. Jetzt brauchen wir das Cuttermesser. Das ist dieses hier. Da müsst ihr gut mit aufpassen. Das ist ordentlich scharf. Holt euch da vielleicht ein bisschen Hilfe von den Eltern. Und da schneide ich hier an der Seite ein komisches Dreieck rein, was so ein bisschen gebogen ist. Und genau das Gleiche mache ich gegenüber auf der anderen Seite. So, Messer wieder weg. Und das kann ich jetzt so ein bisschen nach außen klappen. Und jetzt sieht unser Vogelhaus schon so ein bisschen so aus, als wäre es selber ein Vogel. Da machen wir mal mit weiter. Unser Vogelhaus bekommt jetzt nämlich Augen. Ich habe hier mal aus Pappe einfach mal zwei Stücke ausgeschnitten. Einfache runde Scheiben. Die klebe ich jetzt mal hier drauf. Gerade mal aus wie ein sehr erschrockener Vogel. Da ist er. Dann machen wir da noch einen Schnabel drauf, damit man auch sieht, dass das ein Vogel ist. Das habe ich mir aus Orangenkarton einfach zugeschnitten. Das kommt dann jetzt so da drauf. So. Damit er nicht so komisch guckt, nehme ich einen schwarzen Filzstift. Da nehme ich einen wasserfesten für. Denn ansonsten fürchte ich, wird bei dem ersten Regen unser Vogel ganz komische schwarze Striemen kriegen. So. Jetzt ist er schon fast fertig. Jetzt müssen wir nur noch etwas dran machen, damit wir den noch aufhängen können. Und dafür nehme ich die Schere, mache die zu und bohre hier oben in der Ecke, wo das ohnehin schon so zusammengeht, da bohre ich die einfach mal durch. Von der anderen Seite gehe ich auch noch mal rein, damit das nicht so groß wird, wie es nur eben geht.
Dann nehme ich mein Stück Schnur und fädel das da durch. Das ist immer ein bisschen knifflig. So, da kommt sie hinten raus. Dann brauchen wir die eigentlich nur noch zusammenzulegen. Dann mache ich da einen Knoten rein. Und damit ist unser Vogelhaus eigentlich schon fertig. Jetzt brauchen wir noch das Vogelfutter. Da habe ich hier noch ein Tütchen. Das schütten wir dann hier unten rein. Und schon können wir unseren kleinen Kameraden dann draußen aufhängen. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Probiert das mal aus, ob ihr das alles so mit dem Basteln hinbekommt. Wenn ihr Hilfe braucht, wenn ihr eine Frage habt, wenn ihr eine gute Idee habt, was ihr sonst noch mal gerne machen möchtet, dann schreibt uns das doch einfach unten in die Kommentare rein. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Dann sage ich für heute Tschüss, eure Evelyn aus dem Jugendzentrum.